Wir sind zurück in Libertalia, gemeinsam mit Nathan Drake und Elena Drake, die ja Nathan geheiratet hat, wie wir mittlerweile wissen. Und ja, wir sind weiter auf den Schlichen. New Devon wird wahrscheinlich in Kürze anstehen. Und da oben sehen wir noch den Grund einer Statue von unserem guten Henry Avery, der sich gerne mal zeigt. Das wissen wir ja bereits, der alte Piratenanführer, der Gründer, einer der Gründerväter von Libertalia, einer Stadt mit tollen Prinzipien, wie wir auch in der letzten Folge nochmal erwähnt hatten. Ja, und jetzt geht's weiter mit unserem Aufzug, will ich schon sagen, weil wir so viel Aufzug in der letzten Folge gefahren sind. Auto meine ich natürlich, Menschenskinder. Oh, das ist eine Sackgasse, würde ich mal behaupten. Wollen wir da drüben weiter? Entschuldigung. Ein bisschen Schwund ist leider Gottes immer. Wir müssen über die Brücke rüber. Jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob die Brücke hält. Was denkt ihr? Wird die einbrechen oder hält die? Gut festhalten. Na, war klar. Festhalten! Sag ich ganz so. Baum fertig aus. Scheiße. Verdammt. Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Okay, ich muss irgendwo rauffahren. Wo kann ich rauffahren? Ach du Nate. Heilige. Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Schnell, 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 schnell. Geschafft. Hallo. Nate. Fuck. Gar nicht gut. Da bricht dieser gottverdammte Ast ab und du musst schnell jetzt handeln. Warum kann ich mich dran handeln? Boah. Okay, wir müssen darüber. Irgendwie. Hier drüben, schnell! Okay, ich nehme noch einmal Anlauf. Aber dann müsste es klappen. Und ab die Post. Boah. Hab dich! So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Mann, Mann, Mann. Ich mag's hier. Da war ich gerade ein bisschen wehmütig, weil ich dachte, Mensch, wir kommen jetzt immer weiter im Spiel und bald ist es ja vielleicht auch schon vorbei. Auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Denn das ist so ein Spiel, das könnte ich irgendwie durchgängig zocken. Echt. Da haben wir es mal geschafft. Ja, da müssen wir durch. Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? Man muss der Elena ja wirklich lassen, ne? Typisch Frauen, so die Sprüche, ich weiß. Also für die Frauen jetzt, die da sich drüber geärgert haben, das waren natürlich nur Scherze. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Die Elena ist echt auf Zack, das kann man nicht anders sagen. Und man muss sagen, da ist eigentlich so ein bisschen Nate der fehlerhaft Besetztere von beiden. Fehlerhaft Besetztere, was für ein Wort. Der Fehler von beiden vielleicht eher sogar. Da passiert sowas nicht so häufig. Und die ist mittlerweile auch echt auf Zack, die ist nicht mehr nur eine Reporterin. Konnte man hier noch irgendwas sehen, entdecken oder so? Ach, da rennt sie rum, alles klar. Ja, ich fand das viel cooler, durch dieses Loch da zu schreiten. Das ist voll super. So, guck mal hier hoch. Aha. Oh, ganz allein hier? Wen haben wir denn da? Auf jeden Fall eine schöne Klamotte hat sie an. Ein
weiterer Brief. Oh, das ist wieder von dem einen Typen mit seiner Frau Eleanor oder Eleanor, wie wir es auch immer aussprechen will jetzt in dem Fall. 1. August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swiftsure angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es ja doch jetzt nicht tun. Von wegen, liegt er ja auch. Meine liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen? Sollte ich euch enttäuschen? Seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Oh mein Gott. Er ist gestorben hier. Das waren seine letzten Worte. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Und er war eigentlich ein tugendhafter Herr, ein guter, der Libertalia und seine Idee unterstützen wollte. Schade um ihn. Schauen wir doch mal, hier kann man hochklettern. Vielleicht liegt da auch noch irgendwas. Nö. Nö. Einfach nö. Doch, wir können oben lang klettern, wenn wir wollen. Ich hätte gerade am links vorbei. Vielleicht da hinten liegt da noch irgendwas. Moment, da ist so ein Vorsprung. Das kriege ich mir jetzt mal aus der Nähe an. Den kann ich mir auch fallen lassen. Da komme ich nämlich auch so hoch. Das geht deutlich flotter. Vöglein, bleib ruhig hier, ich tu dir nichts. Aha. Kleine Dschungelparty wieder hier. Oh, hier sind aber so einige. Alter! Wow! Oh, wow! Das ist ein Massengrab. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Hallo? Traitor, Verräter. Was ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Scheinbar haben sich die Gründer gegen die Siedler behaupten können. Die Soldaten haben ihnen Einhalt geboten und so ist Libertalia dann wohl untergegangen. Doch was ist mit den ganzen Gründern passiert? Sie haben ja scheinbar nicht komplett verloren. Sie haben das Gold ja nach New Devon geschafft, vielleicht. Vielleicht wartet da der Schatz. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der Schatz, sondern vielleicht die Freiheit der Schatz. Und vielleicht war es einfach nur eine riesige Finte von Avery und seinen Leuten, Freiheit zu verkaufen, Männern das zu verkaufen, wo ihnen halt der Sinn stand. Mann, Mann, Mann. Und die dann auszubeuten. Sorry, nicht böse gemeint. Ach, glaube ich dir. Die armen Siedler, also wirklich. Die Menschen einfach auszubeuten und ihnen die Freiheit zu versprechen, es nicht durchzuziehen, weil man eigentlich immer noch ein harter Pirat ist. Und auch sehr zeigefreudig. Ist es vielleicht diese Theorie? Ist die vielleicht die richtige? Das ist schon krass. Wenn man nicht nur die Handelsschiffe und sowas ausgeraubt kriegt, sondern selbst nur die ganzen anderen Piraten ausschalten kann. Quasi die Konkurrenz. Und da seht ihr die Statue von Avery. Da haben wir unsere Folge angefangen. In der Ecke. Boah, das ist richtig übel. Vielleicht diente das auch nur zur Abschreckung. Obwohl hier war auf jeden Fall ein Kampf. New Devon, Kapitel 18. Kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Genau die Theorie, die ich eben aufgestellt habe. Massengrab in New Devon. Aber scheinbar muss doch die Gründer abhauen. Sonst wäre Libertalia nicht komplett zerfallen. Ach, Digna Factis.
Rizipimus. Kennen wir ja. Digna factus. Rizipimus. Ja, Elena. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Besonders, wenn man Avery ärgert. Stammt aus der Bibel. Der reumütige Dieb, Dismas. Avery war ein bisschen besessen von ihm. Ich würde Avery nicht gerade für reumütig halten. Aber er hat sich wohl selbst dafür gehalten. Ja, und Dismas ist ja auch das Zeichen gewesen, das uns eigentlich auf die Spuren gebracht hat. Also auch eine schwere Einheit in dieser Geschichte. Aber vielleicht haben sich die Gründer auch gegen Avery gestellt. Das könnte ja auch sein. Was haben wir hier? Eine gedrungene Mogulvase wollte ich schon immer mal haben. Ganz tolles Stück für meine Sammlung. Boah, schon richtig übel, ne? Die einfach verhungern lassen haben in diesen Käfigen. Kann gut sein, ne? Wenn man dann so langsam vor sich hin krepiert. Und dann auch noch in der Mittagssonne hängt oder so, ohne Sonnenmilch. Weil der Sonnenbrand ist wahrscheinlich noch das geringste Problem, aber ebenfalls eines der Probleme. Und Hunger und Durst, das geht natürlich dann ganz flott. Wir müssen auf jeden Fall in den Kern hier lang. Kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Oh oh. Verzeihung. Mensch, der arme Kerl, muss man uns an seinen Füßen hochkraxeln. So. Elena kriegt das schon hin, oder? Vorsicht, Elena, nicht, dass da ein Stein runterbröckelt. Mega. Komm hoch. Alles klar. Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Die waren also ein bisschen okay, schneller. Halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Okay, wir haben die Schrotflinte und die gute Barocke, oder wie die heißt. Beides gute Waffen. War natürlich nicht viele Munition dementsprechend. Ich erinnere mich noch dran an die Folge, wo ich das gesagt habe. Lass mal gut geht. Ups. Oh, Entschuldigung, das war ein Stäbchen, ne? Schöner Engel. Das sieht doch einfach knaller aus hier. Das Level-Design ist mega geil einfach. Ich glaube, ich habe noch nie so schöne Level gesehen, ganz ehrlich. Komm rein, wir schwimmen ein bisschen, Elena. Ist das okay? Ob da hinter dem Wasserfall ein Schatz ist? Oder hinter dem? Nee, das sieht mir nicht so aus, oder? Nee, das sind, glaube ich, einfach Wände. Oh Mann, alles eingestürzt. Es muss auf jeden Fall lange Zeit her gewesen sein, als hier die letzten Siedler von Libertalia durchgewatschelt sind. Beziehungsweise hier sind sie ja gar nicht angekommen, sonst wären sie nicht aufgeknüpft worden, glaube ich. Aber wir könnten auch schon hier reingekommen sein noch. Ich weiß gar nicht, bis wohin sie sich vorgekämpft haben. Das haben wir ja noch nicht in Erfahrung bringen können. Ups, ausgerutscht. Jetzt sind wir hier wieder beim Wasserfall. Wollen wir mal gerade da drüben. Können wir mal tauchen eben. Oh, das ist aber ganz schönes Brackwasser hier. Was haben wir da? Da kommen wir auch nicht durch. Und hinter dem Wasserfall
Hinter dem ist auch nur eine Wand. Hm. Da muss die Antwort doch irgendwo in diesem Haus liegen. Das ist übrigens ein Boot, ne? Oder? Das ist... Sagt mir nicht, der hat sein eigenes Boot hier hochschleifen lassen oder nachbauen lassen oder was auch immer. Schön, wie die Blumen da aber wachsen. Okay, hier geht's hoch. Oh, das müssen wir zu zweit machen irgendwie. Wenn er sich dafür bereit erklärt? Leider nicht. Dann machen wir das halt anders. Und zwar so. So meine ich natürlich nicht. Oh. Manchmal war da schon eine lustige Animation auch drauf, wenn das nicht so ganz gelingt. Oh, schöne Couch. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es hier sprichwörtlich Gras über die Sache wachsen lassen. Alter! Das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein, ey. Ich dachte, ich renne da auf diese Klippe zu. Schon wieder, da war die lustige Animation. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal und einmal beherzt, bitte. Sorry, Freunde, das war auch natürlich mein Fehler irgendwo. Ich wollte da eben noch... Ey, das kann doch nicht sein, dass er da... Nochmal rennt der solche Dinger immer automatisch lang. Und dann muss er nur gerade ausdrücken, dann geht der automatisch da drauf und jetzt flattert er da zweimal hintereinander runter. Was ist nur los? What's up? Ey, muss da doch. Siehst du, hier macht das. Aber da vorne macht das nicht. Muss ich jetzt höllisch aufpassen. Jetzt geht's. Man muss man echt genau anvisieren. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausstehen. Der Kampf wurde also bis hier reingetragen, so wie es aussieht. Ob es einer der Gründe ist? Oh, noch eine alte Notiz. Ah ne, ich wollte sie lesen gerne. Objekt untersuchen, bitte. Hallo, hallo, hallo. Nee, das will ich nicht untersuchen. Ich will das andere Objekt untersuchen, bitte. Dieses hier. Danke. Soll ich jetzt einmal lesen. Gründer Condent. 6. September 1718. Gründer Condent. Ich weiß, dass auf eurem Befehl hin in mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab, aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Okay, sie haben sich also selber umgebracht. Die Piraten. Und ich glaube, vielleicht war das nur eine Notiz für den anderen Gründer und das war sein Bruder, der das Schwert nicht mehr aus seinem Bauch herausbekommen hat. Muss sich unschön anfühlen, so erstochen zu werden. Oh. Okay, hier geht's hoch und dann darüber. Krass, wie eingefallen hier alles ist. Der Drache. Wir sind in Christopher Condens Haus. Ja, und das wurde dem Boot nachempfunden, ne? Und das ist Averys Haus. Scheiße, Shoreline. Elena, runter. Ich sehe sie. Wie viele sind das denn jetzt schon wieder? Ich markiere die mal ausnahmsweise. Nee, den da will ich markieren. Okay, ich zähle mindestens 4. 5. Meine ich. Da ist noch einer. Da unten. Ja, der ist sehr weit weg da hinten. Das ist mindestens 6. Wahrscheinlich eher 7, 8, so wie ich das Spiel kenne. Weil noch ein paar immer unsichtbar sind und nicht sichtbar. Ja, so nimmt man das, wenn es unsichtbar ist, ne? Habe ich mal gehört. Ach, wie cool. Sneaky underwater. Darunter können wir hertauchen. Ist natürlich auch sehr geil. So, und hier sieht uns keiner. Zum Glück haben wir uns jetzt mal markiert. Das war, glaube ich, jetzt gerade hier recht clever. Und smart. Muss nur aufpassen. Genau deshalb, dass mich jetzt hier keiner sieht. War hier ein Dach drüber? Nee, aber da könnte man theoretisch reingehen. War nicht schlecht. Hier allerdings auch. Jetzt ist es vielleicht ganz gut, dass wir die Schrot doch haben. Auf wessen Haus war das denn? Das sieht ja auch sehr prachtvoll aus. War es zumindest mal. Den hätte ich beinahe eben übersehen.
Okay, da vorne ist er. Da drüben, Nate, was hat sie gesehen? Ich habe es nicht ganz verfolgen können, was sie jetzt gesehen hat. Also es ist doch schon sehr praktisch, dass ich mir die markiert habe. Wenn man dann so sneakt, dann sind die Laufwege, wenn man die dann sieht, doch schon echt besser. Ich habe es auf ihn hier abgesehen. Oder soll ich ihn einfach wegschroten? Vielleicht ist das ganz lustig sogar, oder? Ja, komm. Ich habe einfach mal die Action-Variante gewählt. Ne? Dann muss ich die auf jeden Fall auf die Nähe kriegen. Da bist du. Mach es nicht noch schwerer. Scheiße, Mann. Boah, Elena. Danke dir. Super. Süße Maus. Okay, jetzt haben wir die Waffe irgendwie gewechselt, oder? Ja, aber ich muss kurz mal hier innehalten. Zack. Verdammte Axt. Aber ich wollte auch mal wieder ein bisschen Action zeigen. Hat man lange nicht mehr, deswegen war es mal wieder an der Zeit. Okay, jetzt müssen wir hier rüberrollen. Arrivederci. Und jetzt hole ich mir seine Knarre. Barock ist natürlich der Mega-Hammer, die Knarre. Also die Pistole jetzt hier. Das zeige ich euch jetzt mal. Scheiße. Also die jetzt nicht. Ich muss mal kurz in Deckung. Oh, hier. Lass meine Frau in Ruhe. Du Penner. Okay, die Granate ist fehlplatziert. Schön. Ist wohl gestolpert. So, jetzt wollte ich euch natürlich die Pistole auch wirklich noch zeigen. Die Barock. So, ein schöner Treffer. Oh. Scheiße, ich komme nicht weg. Oh, das war nicht gut. Aber den kriege ich mit der Barock wahrscheinlich sogar ausgeschaltet. Warte da. Yeah. Was für ein schönes Trefferlein. Ich bin bereit, euch alle zu holen. So, und jetzt könnte ich ein bisschen Munition gebrauchen dafür. Oh, Moment, da war noch ein Wäffelchen, was ich gerne mitnehmen würde. Oh, hi. Boah, das war ein Übertreffer. Nein! Fick die Wand an.